Weil hier oben liegen auch die anderen Skelette jetzt rum. Und der Schlachtenschreck, der hat sich in Luft aufgelöst. Ah, noch ein Skelett. Also? Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wahlspruch. So viel zu dir. Und noch einer von der Sorte. Und hier geht es mit einer Treppe hoch. Okay. Oh, da ist eine sehr große Plattform. Noch ein Schlachtenschreck. Nein, das meiste ist eine Schicksalswache. Mich kümmert's nicht. Was immer ihr braucht. Schicksalswache war Magie immun? Nein, war sie nicht. Was für die Gefallenen? Nichts leichter so. Als das. Wow, das ist eine ziemlich große Plattform hier. War das vielleicht seine Terrasse? Das könnte gut möglich sein. Ist okay. Sieht auf jeden Fall immer noch ziemlich beeindruckend aus. Ich finde es immer schade, dass man nicht die ganze Map aufdecken kann. Na gut, man könnte es schon mit einem Konsolenbefehl, aber das habe ich deaktiviert. Und ich kenne den Konsolenbefehl auch so nicht. Wo kommst du denn her zu... Au! Meine Klinge wird euch zurechtstutzen! Besten alle mal da runterlatschen und dieses blöde Skelett aus dem Weg räumen. Oh, kann man nur so nervig sein, so. Den geht's wohl teilweise zu gut. Okay, wir haben uns außerhalb im Außenbereich jetzt umgesehen. Dann können wir uns jetzt mal den inneren Teil anschauen. Wenn der Rest der Gruppe nachgezogen hat. Ja, gut. Gut, ich denke mal, die Gruppe wartet hier. Was wollt ihr? Gut. Wir schicken Talisa vor. Alleine. Das ist Ike. Tretet ruhig näher. Die Geschichte dieses Überflusses machten ihren Weg über das ganze Land und die unangenehmsten Gestalten versuchten, den Turm zu erobern. Sämtliche Freunde und Verwandte von Dulak wurden durch Doppelgänger ersetzt und schließlich war er gezwungen, die Gestalten jener zu töten, denen er am nächsten stand, um sich selbst zu retten. Wer unter euch könnte so etwas ertragen? Schließlich vertrieb er sie aus seinem jetzt düsteren Heim und schwor, dass so etwas niemals wieder geschehen darf. Die Geschichten über diesen Reichtum verbreiten sich über das ganze Land und die unangenehmsten Gestalten versuchten, den Turm zu erobern. Sämtliche Freunde und Verwandte von Dulak wurden durch Doppelgänger ersetzt und schließlich war er gezwungen, die Gestalten jener zu töten, die am nächsten standen, um sich selbst zu retten. Schließlich vertrieb er die Eindringlinge aus seinem Heim und schwor, dass niemand es jemals wagen sollte, dasselbe zu tun. Okay, es sind viele Touristen hier. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Mann, das ist ja riesig hier. Okay. Ein Skelett. Tretet ruhig näher. Das hat uns aber nichts zu sagen. Okay.
Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Die sind sehr freundlich, die Touristen. Mann, das ist ja riesig hier. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel Mann, wie euch ist ja zu riesig hier. Okay. Unnatürliches geht hier vor. Ich möchte nicht daran teilhaben. Gutgläubiger auf die Welt. Und ihr kommt gerade richtig. Durdak brachte magische Schlösser an den Eingängen zu seinem innersten Refugium an. Um sie zu öffnen, benötigt man Schlüsselsteine. Zweifellos seid auch ihr schon von skrupellosen Händlern angesprochen worden. Die echten Schlüsselteile für den Turm verkaufen. Schlüsselsteine für den Turm verkaufen. In der Tat, ich selbst habe mehrere davon, doch das sind einfach Schmuckstücke für die Vitrine. Es gibt einige wenige echte Schlüsselsteine, doch die sind selten und teuer. Durdak brachte magische Schlösser an den Eingang zu seinem innersten Refugium an. Um sie zu öffnen, benötigt man Schlüsselsteine. Davon existieren offenbar noch einige, aber sie sind sicherlich sehr teuer und schwer aufzutreiben. Ja, wir haben einen echten. Und den haben wir eigentlich gar nicht mal so teuer gekriegt. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Jene, die durch die Schutzwelle hindurchkam, sahen sich mit den Auswüchsen der Paranoia konfrontiert, die Durdak auffraß. In seinem Wohnzimmer allein befinden sich einige der teuflischsten Todesfallen, die man sich vorstellen kann. An der Wand befand sich ein Bild, das, bevor es aus seinem Rahmen gerissen wurde, jene, die es ansahen, auf der Stelle für immer und ewig versteinerte. Seht euch nur diese unglückliche Seele an. Ja, den hier, das Skelett wohl. Hat wohl zu lange aufs Bild gestarrt. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt. Und ihr kommt gerade richtig. Aus diesem Stuhl schoss, sobald sich jemand drauf setzte, ein gar fürchterlicher Stachel in die untere Region des Sitzenden. Stellt euch die grauenvolle Überraschung vor, die der Unvorsichtige erlebte. Durdak unternahm noch nie des dagewesene Anstrengungen, Eindringlinge fernzuhalten. Wir werden hier eine kleine Pause machen, bevor wir weitergehen. Liebe Leute, bitte zu eurer eigenen Sicherheit fasst nichts an. Nichts berühren und kein Geld zurück. Und? Gut. Jede Minute kommt ein neuer Gutgläubiger auf die Welt und ihr kommt gerade richtig. Ihr solltet diesem Turm sehr vorsichtig sein, sonst endet ihr noch wie dieser unsägliche Tourist und verbrennt bei dir gehändigen Leibe. Ja, damit ist der Tourist da oben eigentlich gemeint in der Tür, der hätte sterben sollen. Aber das ist wohl der Fürfe-Effekt. Ich möchte gerne einen Moment mit euch reden, denn ihr seid anders. Ich sehe, dass ihr mir diesen übergezogenen Unsinn, den ich den meisten Leuten erzähle, nicht abkauft. Der Blick in euren Augen besagt, ich glaube nicht an Gefahren, ich weiß nicht, was Furcht bedeutet. Und ich werde dorthin gehen, wo kein vernünftiger Mensch hier hingehen würde. Wir sind vernünftige Menschen eigentlich. Ich glaube, ihr seid genau das, was ich brauche. Ich habe einen der wahren Schlüsselsteine für die Verliese unten. Doch bin ich bei weitem nicht so mehr der Narr, der ich einmal war. Für läppische 300 Goldmünzen könnt ihr ihn haben, unter der Voraussetzung, dass ihr ihn mir zurückgebt, wenn ihr keinen Erfolg habt. Das ist mehr als gerecht. Ich nehme ihn, mein Herr, und werde es diesem Verliesen schon zeigen. Warum nur 300 Goldmünzen, wenn ihr die doch echt ist? Ihr habt selbst gesagt, dass die echten sehr teuer sind. Ich glaube euch nicht, das ist nur eine billige Fälschung, ganz wie ihr. Ich werde doch nicht Kopf und Kragen diesen Verliesen riskieren. Das wäre verrückt, egal was der Preis ist. Warum 300 Goldmünzen? Bei diesem Handel kann ich nur gewinnen. Wenn ihr es schafft, einige der Räume zu bauen, bekommt ihr das Gold und ich eine neue Attraktion für die Führung. Wenn ihr drauf geht, kriege ich den Schlüsselstein zurück oder habe zumindest eure Leiche als ein neues Ausstellungsstück. Verlieren habe ich dabei nicht abgemacht. Ihr gewinnt, egal was passiert. Ich mache für euch doch nicht den Hampelmann, vergesst es. Das ist mir als gerecht, mein Herr. Ich nehme ihn und werde es diesen Verliesen schon zeigen. Ich mache für euch doch nicht den Hampelmann. Nun, ich habe mich wahrhaftig in euch getäuscht. Zurück zu den anderen Neugierigen mit euch. Ihr könnt hier mit dem Rest der Gruppe durch den Turm bummeln. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, bei den Göttern, was ist das? Ein Todesritter. Und er kann Deutsch sprechen. Hallo Stirb. Minsk, wir haben hier andere Probleme. Hör auf, mit Bo zu reden. Hallo Sterbliche, der Tod heißt euch willkommen. Hier ist nun mein Reich. Alle Fremden werden fallen oder fliehen. Die Führung ist beendet und der Turm geschlossen. Alle, die eintreten, werden umkommen. Alle, die eintreten, werden leiden. Das sage ich und ihr tut gut daran, richtig zuzuhören. Die Führung ist beendet.
Okay. Wow. Wow, das war knapp. Wow, sogar das Skelett wurde verbrutzelt. Au. Und der hat die verdammte Falle nicht ausgelöst. Dieser Ecke ist ganz schön geschwätzig, findet ihr nicht? Da jetzt ist Talisa in die Falle gelatscht. So, Ike, zeig mal, was du dabei hast. Gold, ein Dolch und ein Schlüsselstein, der echt aussieht. Zwergenrune 1 Schlüsselstein. Ja, das ist genau derselbe, wie wir schon mal haben. Aber gut, okay. Was wollt ihr? Hier lang. So, jetzt ist immer in Time. Mal wieder. Also, unsere Führung wurde jetzt gerade hier unterbrochen. Dorak brachte magische. Jene, die durch die Schutzhöhle hindurchkamen, sahen sich mit den Früchten der Paranoia konfrontiert, die Dorak auffraß. Er ließ auf praktisch jedem Zentimeter an Wänden und Boden Fallen konstruieren, sodass man kaum einen Schritt tun könnte, ohne einen tödlichen Mechanismus auszulösen. Irgendein Wesen aus der Hölle hat offenbar Dorak's Turm in seine Gewalt gebracht. Es war eine skelettartige Gestalt in Rüstung, die mit Kugelblitzen um sich warf, als wenn es gar nichts wäre. Was es auch war, es hatte unglaubliche Kräfte. Ja, ein Todesritter aus den neuen Höllen. Oder sind Todesritter aus dem Abyss. Dämonen aus dem Abyss. Ich weiß es gerade gar nicht. Wave, 4 Gold. Gut, immerhin guckt sich jetzt mal vorsichtig auf diesem Stockwerk um. Das sollte eigentlich das sicherste Stockwerk sein. Der hat überlebt, der Mistkerl. Der hätte eigentlich an der Falle sterben sollen, in die Talisa aus Versehen getreten ist. Aber nö, der wollte nicht sterben. Immer vorsichtig sein hier. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nur eine leere Truhe. Ist die Kiste verwanzt? Nein, die ist auch leer. Okay. Oh, hier hat noch einer überlebt. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Dieser Ike ist ganz schön geschwätzig. Ist mir doch gesagt, egal was Ike sagt, ich will mich ein bisschen auf eigene Faust umgucken. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Der ist sehr nett. So, okay. Hier im ersten Stock scheint es nicht viel zu geben. Was? Gut. Wir hatten ja Glück, dass wir der Explosion entkommen sind. Gehen wir mal. Ja, ich hab genug davon. Alle in den Mittelgang, bis auf Imoen. Die guckt sich hier noch die letzten 2 Goldmünzen an. Und einen Dolch. Okay. Das heißt, das erste Stockwerk ist clear. Ja, beinahe unter meiner Würde. Wir können uns im zweiten ruhig umschauen. Nichts leichter als das. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Okay, erst einmal diese Tür hier, weil hinter der wartet was Besonderes, nämlich einem Haufen Ghule und eine Falle. Für die Gerechtigkeit. Was wollt ihr? Dies beinahe unter meiner Würde. Ich hab genug davon. So, da ist auch eine Falle. Da ist auch, aber auch noch ein Ghoul. Und da kommt der zweite Ghoul. Ja, Minsk macht Ghule platt. Und sammelt ihren Schmuck auf. Ja, gut. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. So, die Falle hier hatten wir entschärft, glaube ich.
Oh, Feuerpfeile und Edelsteine. Und wir haben nicht mehr sehr viele Pfeile. Und deswegen... komm, Pfeile.